So, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Runde A bis Z. Heute haben wir Javan im Angebot. Und Javan ist tatsächlich ein Supporter. Moment, ein Champion. Seien wir doch erstmal korrekt. Er ist ein Champion, den wir als Supporter schon mal auf der Botlane hatten. Und zwar Anfang der Season war das tatsächlich, in der Preseason. Da konnten wir so ein klein bisschen Spaß mit ihm haben. Das Ganze ist eine Spielweise, die durch seine Flagge möglich ist. Die Flagge gibt Verbündeten Attack Speed, wenn sie gestellt wird, und das sind anfangs 20%, ist schon mal ein solider Wert. Doch die Flagge hat noch einen weiteren Effekt, und zwar können wir dadurch Airy weitergeben. Werde ich jetzt hier nicht mehr zeigen, weil, naja, es kostet Mana, ne? Und Javan hat nicht gerade die geilste Mana-Reck. Das heißt, wir werden versuchen, in so, ja, ungünstigen Kampfsituationen unsere Verbündeten mit einer Flagge und dadurch Airy zu schilden. Aber hauptsächlich wollen wir auf der Lane erstmal poken. Poken, 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 poken. Dabei habe ich alles an Damage mit dabei, was geht. Ich habe absolute Fokus mitgenommen. Ich habe Scorch dabei. Einfach die volle Damage-Ladung. Wir sind gegen eine Caitlyn. Das heißt, leider, wenn ich vorgehe, werde ich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal ein bisschen Poke wieder einstecken. Ist unangenehm. Aber das ist halt so. Zunächst einmal aber pushen. Denn wir haben tatsächlich die Hoheit hier. Und sollten diese dann auch nutzen. Na, da gehen wir jetzt schon mal raus. Bewegen uns hier vor, damit wir auch unsere Flagge gut treffen. Jetzt hätte halt Lucian einen kleinen Moment gehabt, um da nochmal reingehen zu können. Aber ist egal. Ihr seht schon, Airy hier springt permanent zu meinem Lucian hin. Einfach, um ihn zu schilden. Na. Das Schwierige ist jetzt hier... Ja, ihr seht halt, das ist die Range. Die Range. Das Schwierige hier wird sein, dass wir eigentlich erstmal auf den Poke spielen müssen. Also, der Gegner zu poken, das ist halt wirklich unser absolutes Core-Ziel. Wir wollen erstmal diese Caitlyn aus dem Leben kriegen. Na, dankeschön. Alternativ, zweiter Weg ist All-Innen. Und All-Innen werden wir später dann auch noch. Aber eben erst zu gegebener Zeit. Das heißt, jetzt momentan einfach E. Abgesehen davon E. Au. Alter, ist diese Comp ekelhaft. Das kann ich von unserer auch sagen, denn wir haben eigentlich viel Potenzial. Und das heißt tatsächlich leider auch am Anfang erstmal die Füße stillhalten. Javan verbraucht unfassbar viel Mana. Ja. Flop. Und von dem her, man muss da wirklich erstmal geduldig sein. Man darf da nicht so krass All-In, weil wenn du dann am Gegner dran stehst, dann hast du sonst nichts mehr, womit du arbeiten kannst. Gegen eine Yumi klappt das normalerweise ganz gut. Wow. Denn eine Yumi ist halt, ja, gegen All-In, da kannst du nicht so viel machen. Boah, genau das. Gegen einen All-In kann sie nicht so viel machen. Flop. Und dann haben wir aus einer extrem schlechten Situation hier einen Double-Kill für unseren Lucian rausgeholt. So muss es als Javan-Support auch laufen, weil wenn es für euch nicht so läuft, wie es gerade hier bei mir gelaufen ist, dann intet ihr. Also, da könnt ihr mir vertrauen. Da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben. Ihr werdet inten. Denn ihr müsst eigentlich aus einer Position heraus spielen, wo ihr immer ein klein bisschen mehr Schaden macht als der Gegner und so die Kämpfe gerade noch so faktisch überlebt. So, das war schön, das war gut, wir gehen nach Hause, wir sind glücklich. Wir können uns auch gerade so jetzt Spellthief leisten und dann auch noch Schuhe. Mehr ist es nicht, aber es ist einfach genau hier Zack und Schuhe, die ich nicht mitnehmen kann, weil ich leider, ich habe die Magical Foodware dabei. Noch aus einer Runde zuvor, die wir leider verloren haben, da habe ich gegen Full AD gespielt und wollte Magical Foodware mitnehmen, damit wir da relativ entspannt Ninja-Tabis bauen können. Ja, sei es drum, haben wir halt jetzt nicht die Schuhe, dafür ein bisschen mehr Mana-Reck, ist auch nice. Wie gesagt, Mana-hungrig ist der Kollege, ja. Und es wird sich tatsächlich auch noch die nächste Phase über hinziehen. Unser erstes Item, das wir bauen möchten, und ihr werdet euch denken, boah, Mana-Reck hier. Unser erstes Item kann ein offensives sein, also wenn wir jetzt richtig hart noch reinballern. Allerdings vermutlich eher auf einen Arden Sensor. Der Arden Sensor auf einem Javan
hat einfach nur die Funktion, den Buff weiterzugeben über Airy. Und das ist super easy. Ihr werft eure Flagge irgendwo hin, ihr gebt den Airy Buff weiter. Hopp. Und bis dahin nervt ihr. Ihr nervt einfach nur und ihr nervt. So, da ist sie nicht so weit vorgegangen. Okay. Ihr nervt immer wieder eine Flagge auf den Gegner. Immer wieder. Immer wieder, wenn in Rage. So, hier, zack, wieder Flagge drauf. Und aber kurz oder lang wird die Yumi das nicht gegenhalten können, weil der Yumi-Heal ist nicht so stark wie jetzt unser Flaggenschaden hier. Dazu müssen wir halt tatsächlich wirklich jede Treffe. Schade, dass das jetzt nicht war. Aber es muss eigentlich jede getroffen werden. Hier ein Level-Up wäre schön. Fop, fop. Da kommen wir nicht mehr so ganz ran. Aber da werden wir rankommen. Ach, das ist doch nicht wahr, oder? Es ist doch einfach nicht wahr. Na, in der Sekunde, in der ich vorgehe für den All-In, kommt der Aatrox aus dem Busch. Kennt ihr das? Kennt ihr diese Situationen? Irgendwie kommen die bei mir in letzter Zeit häufiger vor. Ich achte natürlich dann halt auch überhaupt nicht drauf, wo der gegnerische Jungler ist. Würde ich drauf achten, dann würde es mir nicht passieren. Weil dann heißt es einfach in solchen Situationen, in denen ihr überhaupt nicht wisst, wo der gegnerische Jungler ist, nichts machen, gar nichts machen. Passiv bleiben, behind und vielleicht sicher poken, aber das war's dann auch. So, dadurch, dass wir jetzt hier so hart reingeintet haben, kann mein Lucian gerade nichts machen. Die Wave steht abgesehen davon auch noch saublöd. Prinzipiell werden wir auch gleich wieder gegankt. Und ich habe kein Ward. Er hat kein Ward. Wir haben alle keine Wards. Aber wir gehen gleich wieder ran für den Poke. Denn wir müssen hier auch gucken, dass wir die Wave dann reinkriegen. Das ist halt leider kein Luxusproblem, das wir hier haben. Das ist eine reale Bedrohung. Da müssen wir halt einfach gucken, dass wir so flux, wie es nur geht, die reinkriegen. Tjo. So, hier drauf. Haben wir schön gecatcht. Wunderbar. Hat nur 3 Pings gedauert. Aber er hat drauf reagiert. Wir können backgehen. Ich könnte mir halt jetzt Everwisp kaufen. Aber dann haben wir auch wieder nicht genug Gold für den Control Ward. Das heißt, hier warten wir jetzt einfach mal kurz das Geld ab. Der Movement Speed hier tut uns gut. Vor allem dann, wenn die Schuhe fertig sind. In etwas über einer Minute. Und jetzt einfach hier losziehen. Passt. Der Assist war wichtig für mich. Denn auf der Botlane hatte ich ja gerade den Punkt, dass ich behind war. Und ich musste jetzt irgendwo noch abseits der Botlane, wo ich eben schon behind bin, noch versuchen was zu machen, damit ich wieder so ein klein bisschen reinkomme. Einfach hier vom Gold her. Die Erfahrungspunkte kriegen wir relativ flott zusammen, das ist kein Thema. Aber hauptsächlich erstmal gerade das Gold war wichtig. Oh. Das war wieder sehr, sehr schön getroffen. Walalalala. So, Double Kill. Na, All In gegen Yumi. Das sage ich und predige ich immer wieder. Es ist einfach super stark. Und hier merkt man auch wieder, warum. Weil einfach die Yumi gegen diesen All In Burst nichts ausrichten kann. Dafür ist sie einfach nicht gemacht. Und die Caitlyn, die wurde halt gerade auch blöd gecountert durch mich, durch den Knockup. Ansonsten wäre das hier ja gar kein Problem gewesen. Aber jo, so ist es halt hier. Gut, Attack Speed hilft hier auch ganz gut, die Türme einzureißen. Das heißt, wenn du in einer Position bist, dass du ahead kommst als Jarvan, dann kommst du auch noch einen Ticken mehr ahead, weil du einfach super schnell Auto-Attacks hier am Turm. 2 Platten. Normalerweise wäre jetzt da nicht so viel möglich gewesen. Ich gehe hier noch ein klein bisschen weiter auf den Turm. Und zapp, weil ich glaube eigentlich nach dieser Wave sollten wir zurückgehen. Wow, junge Dame. Das finde ich jetzt nicht so geil. Wir haben jetzt die nächste Stufe der E-Fähigkeit. Wir können Schuhe kaufen. Und ich zeige euch jetzt auch mal die Burst-Variante. Gerade auch gegen hier diese Yumi kann man das machen. Normalerweise Sorcerer Boots mitnehmen ist eigentlich so ein bisschen No-Go.
Weil deine einzige Fähigkeit, die magische Schaden verursacht, ist deine E. Dadurch, dass du die E aber hochskillst und die auch noch ein perverses AP-Scaling hat, kannst du es tatsächlich machen, wenn du stark ahead bist. Und das sind wir halt hier. 18 Sekunden sehe ich schon die nächsten toten Gegner. Da werden wir jetzt auch das mal versuchen, ein bisschen sneakiger zu regeln. Über einen Control Board hier. Wollte ich kurz weggehen, weil ich die Vermutung hatte. Aber, jo. Und da wird die die Caitlyn wird da liegen lassen. Und wieder der nächste Double Kill. So macht ihr das als Jarvan. Das Blöde ist halt nur, was machst du, wenn du behalt fällst als Jarvan? Und da machst du halt wirklich gar nichts. Ne? Da kannst du nicht viel machen. Unser weiterer Plan sieht jetzt vor zu... Ja, im Prinzip auf den Arden Sensor zu gehen. Über den Arden Sensor dann das Team über den Airy Buff in den Himmel zu buffen, was Attack Speed angeht. Und dann die Türme einzureißen, wo es nur geht. Dadurch, dass wir jetzt hier auch stark ahead kommen und dass wir hier da viel machen können, kriegen wir unseren Arden Sensor auch relativ flott und schnell und überhaupt. Mal schauen, ob wir hier was machen können. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Was ich ganz gerne mache, ist halt danach als zweites auf die W zu gehen. Weil dadurch, dass ihr so extrem squishy seid und so gut wie nichts aushaltet im Normalfall, ein bisschen Backup zu haben, ist nicht schlecht. So, wir müssen mal kurz aufs Gold gucken. Selbst wenn ich mein Ding verkaufe, meine Refillable und mein Keks, komme ich da gerade nicht so gut in die Position, dass ich wirklich was machen könnte. Oh, wait. Flagge rüber, Flagge für die Sicht, beziehungsweise auch rüber die Knallpflanze entfernen. Könnt ihr alles machen, sind immer nette Sachen. Sind immer sehr, sehr gute Punkte. So, die Ari, die wird wiederkommen, dann kriegt sie eine Flagge. Ah, okay. Es ist fein. Dann kriegt es halt keine richtige Flagge. Dann können wir hier auch weggehen. Jetzt haben wir definitiv genug Gold für den Arden Sensor. Ja, bisschen hier jetzt noch rumgesponnen. Die beiden Kekse verkaufen wir, nehmen dafür dann nochmal einen Control Board mit. Und dann haben wir das jetzt auch sehr, sehr gut genutzt. Hier nochmal der kleine Hinweis zu den Keksen. Ihr könnt eure Kekse ruhig und gerne verkaufen. Dadurch bekommt ihr trotz allem das maximale Mana. Ihr erhaltet abgesehen davon 30 Gold pro. Und ihr... Ja, ich glaube, das war's. Ne? Das war's. Ja, das war's. Informationen gegeben. So. Forsten wir sie mal. Eigentlich hätte da direkt gerade mein Victor drauf reagieren können, aber macht nichts. Wir sollten den hier jetzt machen. Denn. Und er sollte eben das auch tanken. Komm ruhig näher ran. Komm ruhig näher ran. Ah, das werden die Leute, glaube ich, nie verstehen. Und das hier genauso wenig. Was war denn das? Eieieiei, ich muss hier gleich zwei Sachen erklären. Zum einen, ich gebe ja durch meine Flagge und durch Airy permanent das Schild weiter. Das heißt, prinzipiell sollte der Lucian tanken, denn nicht nur hat er Lifesteal, sondern eben auch, er hat das Schild. Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 2, er hat den Ward angegriffen. Hallo, geht's doch? Und das in einer Situation, in der wir sehr, sehr, sehr stark gerade auf den Drachen committen, den auch schon recht low haben. Und wenn ihr jetzt den Ward attackiert, dann gebt ihr Sicht. Okay. Dann gebt ihr Sicht auf diesen Ward oder auf die Person, die den macht. Und das heißt halt dann auch, es ist nicht mehr geheim, was wir da betreiben. Also das waren dann einfach zwei unfassbar große Fehler von meinem Lucian. Der weiß anscheinend über diese Mechaniken nicht Bescheid. Kommt vor. Sagen wir, kommt vor. Oh, da kann ich nichts mehr machen, oder? Nein. Jetzt erst recht nicht. Ich konnte hier noch für einen Ward checken, aber das war's. Gut, dann halt wieder rüber. Runter. Ah, der ist gerade weggedasht. Wäre er nicht weggedasht, dann hätten wir hier eine tote Katze gehabt.
Schade. Was aber dann auch heißt, hier jetzt ein bisschen unter Druck setzen. Er kann pushen. Wie gesagt, der Attack Speed Buff, der hilft. Ah, gehen wir hier mal lieber weg. Flupp. Der Damage ist halt echt real. Guckt euch das an. Das war eine E. Eine einzige E hat hier gute 200, 300 Leben gekostet. Und das im Prinzip durch die Sorcerer. Ach du Heilige, was tue ich denn da? Da war eine Falle. Aber mein Lucian regelt. Gut. Die Falle habe ich gerade gar nicht gesehen. Und er regelt insofern auch noch, dass er hier den Turm mitnimmt. Damit bin ich wirklich zufrieden. Denn ich habe halt meinen Assist. Da kriege ich auch noch einen Assist. Nice. Einfach alles nice. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und kaufen uns Fiends. Fiends ist jetzt praktisch nochmal eine Unterstützervariante. Der Ardent Sensor, der gibt schon mal gut die ganze Boni weiter. Doch der Fiends, der ist dann dafür da, dass wir aus dem Schaden, den wir machen, unsere Leute auch nochmal hochheilen können. Das haben wir ja prinzipiell nicht. Wir haben mit Jarvan keinen Heal. Wir haben so gesehen nur ein mickriges Airy-Schild. Und wenn ihr jetzt nur ein sehr, sehr schwaches Schild habt, oder einen schwachen Heal, aber ihr könnt gut Schaden machen, dann habt ihr mit Fiends die Möglichkeit, euren, ja, das alles so klein bisschen noch abzufedern, sage ich jetzt mal. Da ist im Endeffekt nichts. Oh, never mind. Never mind. Wie krass ich das missplayed habe. Aber wir kriegen doch hier noch den Assist, ja. Der Assist ist mit drin. Brr, ja, eigentlich wollte ich es gerade so machen, dass ich ihn da einsperre, aber ich war ein bisschen zu green mit meiner Lanze und wollte die so positionieren, dass ich auch Damage damit mache, weil ist ja halt mein Hauptdamage-Tool. Mit 100, 350 Schaden eigentlich, theoretischerweise. Da kommt natürlich nicht der volle Schaden an. Wir haben 18 Magiedurchdringung bei einer Caitlyn. Ja, die wird so um die 30, 33 haben oder sowas. Bleiben noch 15 Magieresistenz. Verhindert sie noch. Wie viel Schaden sind es denn? 20 vielleicht? 20%? Ja, könnte hinkommen. Aber dazu kommt es gar nicht. Sie ist tot. Dann pingen wir mal den Turm. Denn ich bin auf dem Weg und ich möchte den eben dann machen. Zack, Attack Speed ist da, rangehen und draufkloppen. Das finde ich einfach am geilsten, dieser Attack Speed, wenn du irgendwie in die Lanze legst und da hast schon den Ardent Sensor, dann gibst du halt auch so viel weiter. Peaks. Andere Utility-Faktor bei einem Jarvan-Support ist tatsächlich, dass ihr mit eurer Q-Fähigkeit Rüstung durchdringt. Na? Ich durchdringe hier, wenn ich den treffe, 10% seiner Rüstung. Also beziehungsweise ich durchdringe sie nicht. Da muss man fast schon korrekt sein. Sondern ich reduziere sie. Plopp, plopp. Damit hat er nicht gerechnet. Ja, die Lanze, die stand da eben noch. Die stand da noch. Also ihr durchdringt keine Rüstung, ihr reduziert die Rüstung des Gegners. Und das ist natürlich dann schon mal ein schöner Anfang, dass man ihn komplett durchkriegt. Das heißt, so Jarvan in einer Full AD Comp solltest du nicht unbedingt machen. Aber irgendwo glaubt man halt auch, dass es funktionieren könnte. Wow, wow. Okay. War greedy, war greedy. Uiuiuiui. Ja, jetzt können wir hier rausgehen. Infernal Drake ist ab, sollten wir uns gönnen. Gerade auch bei unserem Item-Build, wo wir ein klein bisschen offensiver gehen. Also der Affins ist halt schon ein bisschen ein offensives Item. Das defensive Pendant wäre wahrscheinlich ein Redemption, das ihr euch da gönnen könnt. Flop. Na, 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 na. Also diesmal hier... Da will ich ja nichts tanken. Wir sind in der Lage, das Fiends fertigzustellen. Controlbots habe ich jetzt keine gesetzt, weil ich eigentlich immer ein bisschen so das Gefühl hatte, dass wir aus diesem ganzen Schlamassel raus wollen. Sind aber dann doch drin geblieben. Pipapo, hin und her, lila. Wie es so ist. So, jetzt gehen wir nochmal auf Magie-Regeneration, Mana-Regeneration. Und zwar aus dem Grund, dass ich jetzt noch auf... Tja, auf was gehe ich jetzt noch? Eigentlich würde ich fast Jurelius bevorzugen, damit meine Sichuani einen 100%igen Engage hat.
und ich auch nochmal eine gute Portion Mana Rack habe. Leben, Cooldown Reduction brauchen wir an sich auch noch ein bisschen. Also da ist einfach alles in diesem Gesamtpaket mit dabei, was wir mitnehmen wollen. Oh, da ist auch eine Flagge, Falle. So. So. Und hier den weg. Oh, never mind. Never mind. Da wollen wir raus. Da hätten sie mich eigentlich gerade ganz gut gecatcht. Flop. Und hier habt ihr gerade den Heal bemerkt, ne? Das ist immer nur so ein Mini-Heal, weil praktisch der Fiend, der heilt nur die maximale Größe eures Schilds. Also wenn ich jetzt hier mit meinem Fiends, ich habe jetzt hier, na, 177 Aufladungen, ich gebe aber mit meinem Arry nur ein Schild von 70 weiter, dann bräuchte ich tatsächlich ungefähr 3,5 Dinger, bis ich das komplett genutzt habe. Hoppa da, da ist die doch rausgekommen. Also ich meine, die wird nicht ganz rauskommen, das ist absolut ein Ding der Unmöglichkeit. Irgendwo hat dann auch der Winkel sein Problem. Na, ich krieg halt nicht mal einen der Kills. Aber ja, Fiends heilt halt immer nur maximal, was ihr an Schild weitergebt. Und ich gebe mit meinem Arry-Schild hier... Ah, es ist tatsächlich doch mehr. Es sind 100... No? 100 irgendwas? 110? Fast 120? Tja, jetzt können wir das mal kurz verkaufen. Hier rüber gehen. Ungefähr 120, und das heißt, wir können auch nur einmal, wenn wir ein Schild weitergeben, 120 heilen. Die restlichen Ladungen bleiben dann auf eurem Affins. Und die werden halt dann beim nächsten Schild aufgebraucht. Aber ihr seht schon, Affins, ich habe hier 773 geheilt und das eigentlich nur in zwei Situationen, wenn man sich ehrlich ist. Da geht schon einiges zusammen. Da geht schon echt einiges zusammen. Diese Runde konnte aber auch nur so gut funktionieren, weil wir auf der Botlane einmal den richtigen Engage gefunden haben, einmal gut engagen konnten und die Gegner dann immer wieder so unter Druck gesetzt haben. Ja, wenn du das gegen eine Yuumi nicht hinkriegst als Jarvan, dann hast du deinen Job verfehlt. Tja, hier noch ein weiterer Punkt. Ich fühle mich eigentlich relativ sicher, also kann ich auch auf die offensive Variante setzen, die halt drauf setzt, den gegnerischen Rüstungswerk zu reduzieren. Jetzt müssen wir warten. Wir müssen halt knallhart warten. Was ich halt sagen muss bei dieser Jarvan-Variante ist, dass es halt eine sehr, sehr unique Art und Weise ist, ihn auf Support zu spielen. Und dass es halt auch super witzig ist. Na, den Gegner permanent mit Flaggen bewerfen. Was gibt's Besseres? Was gibt es bitte Besseres? Na, da kommen wir nicht ran. War eigentlich klar. Flagge hier runter. Super wichtig. Attack Speed für alle. Assist sind halt auch super easy mitzunehmen. Ich bin jetzt auf 17 Assists. So viel hat halt nicht bei ansatzweise jemand in meinem Team. Leider habe ich keinen einzigen Kill Solo gemacht. Ist okay. Wenn die jetzt da hinten noch irgendwas killen, kriege ich halt auch meine Assists. Das war ein Ründchen Java Support. Ich finde es super witzig. Solltet ihr aber nur im Normal Game spielen, weil im Ranked ist es halt tatsächlich sehr, 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 ja, Snowball-abhängig. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.